The Clinical Journal Club für diese Woche. Unser Projektor hier im Zimmer hat leider versagt, aber wir haben einen anderen gefunden und versuchen jetzt weiterzumachen. Ich auch mich nach hinten drehen, um das Bild zu sehen, aber Sie sehen im New England Journal ein CT-Bild von einem Abdomen und Kontrastmittel ist gegeben worden. Wir können beide Nieren gut sehen und hier ist die Aorta und hier ist ein Leberabschnitt und dann eigentlich hier vorne, wo der Magen sein soll, sehen wir ein sehr merkwürdiges Gebilde, voll irgendein komisch aussehenden Material. Und wo sind intestinaler Stromatumor, Obstipation, ist ja immer möglich, Pankreatitis mit einem Phlegmon, subklinischer Abszess unterm Zwerchfell und Trichobezoar. Und man muss einfach genug CTs gesehen haben, Trichobezoar ist nicht etwas Häufiges, aber dies ist einer und dies ist haarähnliches Material, was hier im Magen sich befindet und hat zu einer Obstruktion geführt und hat die Symptome des Patienten verursacht. Und wenn wir das wählen, dann haben wir die richtige Antwort. Also das Trichobezoar, der musste auch operiert werden, den zu entfernen. Jetzt gucken wir uns mal diese Sachen an. Es ist wichtig, dass man etwas über gastrointestinale Stromatumoren weiß. Die exprimieren CD177. Hier ist ein Beispiel von so einem Tumor, der ist aber eigentlich im Zwölffingerdarm. Über da kann ich den nicht so gut sehen. Aber in der Gastroskopie sieht der dann so aus. Und es ist eigentlich eine Form von Sarkom. Und exprimieren auch CD34 und CD117. Und im Prinzip CD117 ist der Oberflächenmarker, der bedeutet, dass C-Kit vorhanden ist. Und Kit ist ein Proto-Onkogen, das von Axel Ulrich beschrieben worden ist vor 20 Jahren. Und das ist eine wichtige Tyrosinkinase und die ist in diesem Tumor überexprimiert. Und dies war die erste Anwendung von Imatinib. Imatinib blockiert unterschiedliche Tyrosinkinasen inklusive C-Kit. Und das war eigentlich die erste wirklich erfolgreiche chemotherapeutische Behandlung für diesen Tumor. Und so fing es an mit dieser Strategie. Also das war es nicht. Hier ist ein Beispiel, hier in diesem CT kann man dieses Gebilde ja sehen, hier im Pankreasbereich und dieser Patient ist auch verstorben. So sah das aus. Das ist ein Beispiel von einem Pankreasphlegmon. Subische, das heißt unterm Zwerchfell, Abszesse können überall sein, im Abdomen auch in der Nähe der Milz, aber auch hinter der Leber, vor der Leber und den Arealen, die müssen natürlich aufgefunden werden und dann entsprechend trainiert und operiert werden. Man soll eigentlich nicht so ein Spiegel sehen auf der rechten Seite des Abdomens. Dies ist ein Beispiel von einem subrenischen Abszess, involviert irgendwelche Gasformen in Bakterien, die zu diesem Spiel dann geführt haben. Hier ist ein anderes Beispiel hier, gerade der Leber. Also die können an unterschiedlichen Stellen sein. Und hier dann ein Beispiel von einem Trichobezoar. Die sind meistens, die sind psychisch gestört und alle möglichen Kram. Und wenn sie dann schwer gefüllte Kissen leeren, dann sieht das so im CT aus. Das ist ein Koronalschnitt-CT und müssen operiert werden und dann sieht dieses Konkrement dann ähnlich aus. Kann man sich vorstellen, dass das ein Problem ist. Jetzt das Paper im New England Journal hat zu tun mit Blutdruckkontrolle in der Schwangerschaft und da die Frauen sich jetzt entschieden, Kinder später zu gebären und Anstieg in vielleicht Adipositas, Typ 2 Diabetes und ähnliches, ist es in der Tat so, dass hoher Blutdruck während der Schwangerschaft viel häufiger ist, als es früher war. Und wir wissen eigentlich als Ärzte nicht genau, was wir mit diesen Frauen veranstalten sollten. Manche Antihypertensiva sind in der Schwangerschaft absolut kontraindiziert, wie zum Beispiel ACE-Hämmer oder AT1-Rezeptorblocker, die sind kontraindiziert. Man hat auch die Befürchtung, dass man die Entwicklung des Fötus stören könnte, sodass man dann
vielleicht niedriges Geburtsgewicht verursacht und ähnliches. Anders hat man auch die Vorstellung, dass vielleicht, wenn wir diese Frauen intern handeln, dass wir vielleicht eine Pansie vorbeugen könnten. Und das ist so die Überlegung. So haben hier in Kanada die Forscher hier eine randomisierte, kontrollierte Studie bei Schwangeren durchgeführt. Die Frauen waren im Durchschnitt Mitte 30, wenn ich das Alter hier finden kann, ja, die waren Mitte 30 in beiden Gruppen. Und Hypertonus, viele rauchten noch, was mich auch beeindruckt hat. Und eigentlich die meisten waren schon hyperton bevor der Schwangerschaft. Die haben diese Hypertonie nicht während der Schwangerschaft entwickelt, sondern waren hyperton und sind dann schwanger geworden. Und diese Frauen sind dann randomisiert worden zu intensiver Behandlung, wo man geschwebt hat, einen diastolischen Druck unter 85, oder man hat sich erst bemüht, der diastolische Druck ein ganzes Stück höher war als das. Also Sie können die Werte hier angucken. Und man hat diese Behandlung durchgezogen und den Einfluss auf fötale Entwicklung und Auftreten von Präeklampsie, Auftreten von Proteinurie und Folgen der Hypertonie bei diesen Frauen beobachtet, bis 6 Wochen nach der Schwangerschaft, wenn also vorbei war. Warte mal, das richtig hier noch. Also, okay, das ist, das Index war, die Hälfte hatten einen Body Mass Index über 30. Also, die war ziemlich kräftig. Ein Drittel hat geraucht und drei Viertel hatten Hypertonie, bevor es mit der Schwangerschaft überhaupt losging. Okay, dann muss ich jetzt heutzutage im Supplement gucken, um zu sehen, was die Leute in Wirklichkeit gemacht haben. Aber was ich abgebildet habe, ist, wie man mit den Antihypertensiva vorgegangen ist. Und da ACE-Hämmer und AT1-Rezeptorblocker nicht benutzt werden können, haben die meisten Frauen, dies ist jetzt Kanada, Labetalol gekriegt, was in Deutschland nicht mehr im Handel ist. Weiß nicht warum. Das ist ein Beta-Blocker kombiniert mit einem Alpha-Blocker. Ein beliebtes Präparat für Hypertonie bei der Schwangerschaft. Alpha-Methyldopa, Calcium-Antagonisten, Beta-Blocker sind auch hier angewendet worden in beiden Gruppen. Und Blutdruck in der standardisierten Art und Weise gemessen. Und was wir sehen, enge Kontrolle und weniger enge Kontrolle, was wir hier sehen, ist die Blutdruckausreißer waren natürlich weniger in der engen Kontrolle, obwohl das auch hier stattgefunden hat. Aber wir sehen hier im Prinzip einen Blutdruckunterschied in den beiden Gruppen von ja, so 15 mm Hg. Und das, beim diastolischen Blutdruck war es sogar 20 mm Hg. Und da hat man die Vorstellung, dass man die Ziele erreicht hat. Ja, wenn wir gucken nach den primären Ergebnissen, auf den Herz-Kreislauf-Folgen und sekundären Ergebnissen, Auftreten von Proteinurie, ausgeschlossene Präeklampsie und so fort, was ich nicht genau sehen kann. Aber Sie können sich diese Tabelle in Ruhe angucken. Da war absolut keine Unterschiede in diesen beiden Gruppen bezüglich primäres Endergebnis oder sekundäres Endergebnis. Das ist dann im Prinzip diese Studie dann gezeigt, keinen zusätzlichen Vorteil von einer engmaschigen Blutdruckkontrolle bei diesen Frauen, obwohl man auch keine Nachteile gesehen hat. Das heißt, die fötale Entwicklung war in beiden Gruppen gleich, ohne Rücksicht auf was die maternale Blutdruckwerte, die durch die Therapie erzielt worden sind. Und wie immer, was man auch im Auge behalten muss, ist ACE-Hämmer und AT1-Rezeptorblocker sind absolut kontraindiziert während der Schwangerschaft. Mit Beta-Blocker und Diuretika wird immer noch empfohlen, vorsichtig umzugehen und diese anderen Sachen. Labetalol, wie gesagt, ist im Prinzip auch ein Beta-Blocker, aber hat eine gute Anwendung bei schwangeren Frauen. Also kein Vorteil von einer engmaschigen Blutdrucksenkung durch Pharmaka während der Schwangerschaft in dieser Studie.
Dann ein Thema hat zu tun mit Angioödem und das hat unterschiedliche Ursachen, sind genetische Ursachen, allergische Ursachen, aber die häufigste Ursache sind die, wenigstens in den Vereinigten Staaten, dass Leute kommen in der Notaufnahme mit Angioödem, der ausgelöst wird durch ACE und führen zu erhöhten Bradykininspiegeln. Bradykinin wird auch erbaut durch ACE und die Vorstellung ist, dass diese angioneurotische oder Angioödeme sind ausgelöst durch die Wirkung von Bradykinin. So könnte sein, dass wenn man den Bradykinin-Rezeptor blockieren würde, dass man diese Form von Angioödem günstig behandeln könnte. Und es gibt auch ein Präparat, was das blockiert. Und hier habe ich Absätze über Angioödeme hier geschrieben, auf die Wirkung von ACE-Hämmern. Man kann Tase messen, Leute, die erhöhte Mastzellverlagerung in der Haut und die Angioödeme kriegen, haben in der Regel auch erhöhte Tryptasespiegel und dies ist ein Test, was man anwenden kann, um diese Patienten zu identifizieren. Dieses ist das Präparat, um den Bradykinin-2-Rezeptor zu blockieren und das Icatiband, und das ist entwickelt worden von und steht zur Verfügung für die Behandlung von Allergie ausgelösten Angioödemen. Und das ist die Frage, könnte das auch wirksam sein bei ACE-HEMA ausgelösten Angioödemen? Es wurde in dieser Studie getestet, eine randomisierte Studie. Auch dieses Problems ist nicht so häufig, also da sind 14 Patienten in der Gruppe und 13 Patienten in dieser Gruppe und die haben natürlich und das ACE-HEMA bekommen, sind hier gelistet und haben dann Angioödem entwickelt und sind dann randomisiert worden zu einer beliebten Therapie, das heißt Prednison und ein Antihistaminikum. Das ist die Standardtherapie oder ein Icatiband bekommen. Und das verlief dann so, die Standardtherapie, die Zeit, die gebraucht wird, um dieses Angioödem loszuwerden, ist die Patienten davon befreit sind, war eine Standardtherapiegruppe, eine Icatiband-Gruppe und Leute, die eine Rescue-Therapie, naja, wie will ich das nennen, die so schlecht dran war, dass sie noch Epinephrin, Adrenalin gespritzt bekommen haben, das traf auch in der Standardtherapiegruppe, aber nicht in dieser Gruppe. So können wir dann, dass Icatiband auch bei ACE-HEMA ausgelöster Angioödeme von ist und verkürzt sicherlich den Verlauf dieser Krankheit und schützt vielleicht auch davon, dass man in dieser Gruppe landet, wo zusätzliche Therapien wie Gabe von Adrenalin notwendig ist. Und muss subkutan gespritzt werden und diese anderen Sachen können Prednison und Antihistaminika kann man einfach oral verabreichen und dann kann man sich vorstellen, dass die Leute, die Icatiband gekriegt haben, haben mehr lokale Reaktionen gehabt als die Leute, die keine Spritzen bekommen haben. Ist ja auch ziemlich logisch. Also sind dann vielleicht die Nachteile von einer Icatiband-Therapie. Aber dieses Krankheitsbild ist dramatisch und ich glaube, Icatiband hier wird sich bewähren für dieses Problem. New England Journal diese Woche ist Polycythemia rubra vera. Und das ist eigentlich hier nicht häufig, aber auch nicht rares Krankheitsbild durch im Prinzip ist eine maligne Veränderung in myelischen Zellen. Die Vorläuferzellen sind von Erythrozyten. Und hat herausgefunden, dass diese Patienten beinahe immer eine Mutation haben in eine Kinase, eine Januskinase, die heißt JAK2. Eigentlich ist dies mittlerweile ein diagnostisches Kriterium, um Polycythemia rubra vera zu diagnostizieren. Ich habe in unserer Klinik ein paar Fälle gesehen, aber am eindrucksvollsten, ich hatte eine Sekretärin, die dies hatte und hatten auch einen Engel dieser Krankheit gelitten.
Und die Frage ist, was macht man mit diesen Patienten, wenn die ankommen und haben eine Hämatokrit von 60 oder haben Polyglobuli und Viskositätsprobleme? Und erste ist Aralas. Und wenn Aralas allein ausreicht, ist das, dieses ist eine chronische, langwierige Krankheit. Aralas ist sinnvoll, Thromboseprophylaxe ist sinnvoll. Und wenn das nicht ausreicht, werden diese Patienten mit Hydroxyurea behandelt. Und Hydroxyurea hemmt die RNA-Reduktase. Und das hat zu tun mit der Synthase von DNA. Und wenn man das bremst, dann kann man diesen Ablauf, diese Produktion von Erythrozyten bremsen. Und die Überlegung. Und Hydroxyurea spielt auch eine Rolle bei der Behandlung von Sichelzellanämie. Sachen, die Sie vielleicht nicht wissen wollten, aber Sie müssen sie jetzt trotzdem zuhören. Sichelzellanämie ist natürlich keine Polyzytämie, ist das Gegenteil. Aber diese Sichelzellen, diese Hämoglobin-S-produzierende Zellen, proliferieren auch 10-mal schnell wie normal. Und wenn man deren Bildung bremst, dann wird mehr Hämoglobin-F produziert und dann sichelt weniger. So ist das auch eine Gängigung für Sichelzellanämie. Also was man hier gemacht hat in dieser Studie ist, man hat Ruxolitinib angewendet, das blockiert Janus-Kinasen 1 und 2, geht bei diesen Patienten um eine mutierte Janus-2-Kinase und die Patienten, die refraktäre Polycythemie rubra vera hatten, sind reagiert worden zu dieser Behandlung oder Hydroxyurea. Früher haben Menschen radioaktives Phosphor gegeben. Das war ganz schlimm. Also Hydroxyurea ist schon besser, als was wir früher machen. Also die beiden Gruppen und sind 110 gegen 112 Patienten. Und die waren noch ziemlich leistungsfähig, wie man hier entnehmen kann. Und vergrößerte Milz, vergrößerte Leber sind ja, kommen ja diesen Patienten. Und eines auch, um Hämatokrit zu senken. Und das Erste, was wir hier uns angucken, ist der Abbruch bei, in der Gruppe, die den Januskinasenhämmer bekommen hat. Und das Zeug ist ziemlich verträglich. Der Verlauf ist hier 160 Wochen, das heißt, das sind beinahe Jahre. Und eigentlich nur ein relativ kleiner Teil dieser Patienten mussten dieses Medikament absetzen wegen Nebenwirkungen. Also es war ziemlich verträglich. Und was wir uns dann angucken, hier ist die Standardtherapie und dies ist jetzt die Behandlung Januskinasenhämmer. Und was wir hier sehen, ist Prozent von Patienten, die gute Hämatokritkontrolle hatten. Und das hier auf 80% und hier ist nur 19%. Und dann Verringerung von Milzvolumen, was auch ganz angenehm ist. Und das ist hier, ich kann die Prozentzahl hier nicht ganz. Bei der Hälfte ist die ist der Januskinasen behandelten Patienten ist die Milz mindestens 35% kleiner geworden. Finde ich ganz gut. Und der gesamte primäre Endpunkt wurde von der Hydroxyurea-Behandlung kaum beeindruckt, aber ist signifikant in der Gruppe, die diesen Januskinasenhämmer erhalten haben. Also Wahrscheinlichkeit von einem erhaltenen Therapieerfolg und das lief gut mit der Januskinasenbehandlung. Dann hier auch noch andere Sachen aufgetragen, Zytokin-Symptomen-Ansammlung, Hyperviskositätssyndrom, wieder mal Splenomegalie. Und hier sind Symptome ausgewertet und die Symptome sind allen mit der Januskinasen Behandlung im Vergleich zu der Hydroxyurea-Behandlung, wo die Symptome eigentlich nicht besser geworden sind. Also das sind ziemlich überzeugende Ergebnisse, dass für Polycythemie rubra vera dieser sehr spezifische JAK2-Inhibitor, der, ich glaube, wird sich durchsetzen bei den Patienten, wo Aralas und die mehr konservativen Behandlungsmethoden nicht ausreichend sind. Was und dies ist auch ein ziemlich kompliziertes Thema. Es geht wieder mal um Brustkrebs. Und es geht um prämenopausalen Frauen mit Brustkrebs, dessen Krebs den Östrogenrezeptor exprimiert.
das HR-Positives vorschreibt. Wenn diese Frauen Hinweise haben auf positive Lymphknoten oder kommt da Histologie, bekommen die eine Chemotherapie, die werden bestrahlt, um Rezidiv zu vermeiden. Und dann werden sie mit Tamoxifen behandelt, weil das Auftreten von Rezidiv ja 40%, beinahe 50% herabsetzt. Und die Frage ist, ob man vielleicht besser tun als das, könnte man vielleicht bessere Ergebnisse kriegen, wenn man weiter die Produktion von Östrogen oder die Wirkung von Östrogen bremst. Und das könnte man vielleicht erreichen, wenn man nicht nur Tamoxifen, sondern auch eine ovar-suppressive, suppressive Therapie einleiten würde. Ob man den Östrogenrezeptor irreversibel blocken könnte, das ist mittlerweile möglich. Und was davon ist, die Frauen mit östrogenpositiven Brustkrebs sind randomisiert worden zu Tamoxifen alleine, Tamoxifen plus Ovarsuppression oder Ecdan ist dieser irreversible Blocker von dem Östrogenrezeptor plus Ovarsuppression. Also dies ist alles ziemlich einwendig und auch ziemlich unangenehm für die Patienten. Jetzt meint man, was versteht man unter Ovarsuppression? Da muss man das Feingedruckte lesen, was da alles gemacht werden kann. Und eines werden kann, ist, Pretorelin geben, Pretorelin-Acetat. Und das im Prinzip ist ein Gonadotropin-Freisetzungshormon-Agonist, der so funktioniert, dass dieses Freisetzungshormon schnell ausgeleiert ist, sodass kein Freisetzungshormon mehr freigesetzt wird. Das wird auch bei Männern mit Prostatakarzinom angesetzt. Also das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist es, die Ovarien zu bestrahlen oder sie auch rausoperieren. Und all diese Sachen sind gemacht worden bei nicht alle drei auf einmal, aber das war im Angebot, um die Ovarien zu supprimieren. Und hier ist Exemptan hemmt die Östrogenproduktion durch irreversibles Blockierung der Umwandlung von Androgen in Estron und Estradiol in nicht-ovariellen Gewebe. Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Es geht um den Östrogenrezeptor. Es geht um den Umsatz, die Umwandlung von Androgenen, die ja Frauen auch produzieren, auch reichlich, in Östrogen, in Estron und letztendlich in Estradiol. Wenn wir einen Unterschied erkennen können, bin ich beeindruckt. Nämlich, ich konnte keinen erkennen. Und das ist in allen drei Gruppen hier. Es sind drei Linien und der Unterschied ist weniger als 5%. Und zu Tamoxifen, ich bin überzeugt, dass ich bin jetzt kein Onkologe, aber ich fand es nicht so überzeugend, dass diese zusätzlichen Sachen Frauen signifikant geholfen haben. Aber Nebenwirkungen angucken und die Nebenwirkungen, die mich interessieren würden, sind muskuloskeletale Probleme und das Auftreten von Osteoporose. Und Tamoxifen ist nicht ohne Nebenwirkungen. Nebenwirkungen hier 69%. Aber wenn man Sachen zusätzlich macht, dann steigen die Nebenwirkungen auf über 75%. Kann man hier Osteoporose. Okay, 12%, aber hier ist schon 20%. Also diese zusätzlichen Therapien bieten meines Erachtens relativ wenigen, geringen weiteren Vorteil und sind mit erkennbaren Nebenwirkungen behaftet und auch in Betracht ziehen. Und dann wurde das natürlich diskutiert in einem Editorial, wenn man mit Frauen umgeht, mit Brustkrebs, sollte man das genauestens lesen, wie viele zusätzliche Leben vielleicht gerettet sind bezüglich Brustkrebs und wie viele Nachteile man hat wegen dieser muskuloskeletalen Probleme, die diese Therapien behaften.
Das ist doch herrlich. Der Aufbau der Epidemiologie und ein wunderbares wissenschaftliches Fachgebiet, insbesondere für Leute, die gerne vorm Rechner sitzen und mit großen Datensätzen, die andere Leute gesammelt haben, umgehen wollen, um viele Papers zu schreiben. Dies ist jetzt sehr beliebt bei amerikanischen Assistenten, die wollen nicht mehr an der Laborbank und Patienten untersuchen wollen sie auch nicht, aber Datensätze auszuwerten macht immer Spaß. Und hier geht es um das Kosten-Nutzen in der Hypertoniebehandlung, wenn die Ärzte einfach nur die Richtlinien, die mittlerweile gegeben worden sind von American Heart Association und was auch immer, folgen würden. Und hier die Richtlinien, die sind jetzt ein bisschen konkreter dargestellt, als es früher war. Also unter 60 wollen wir einen diastolischen Druck unter 90 haben. 60 sind nicht mehr ganz so pingelig. Da wollen wir auch einen diastolischen Druck unter 90 haben, aber da geht es um einen systolischen Druck unter 150. Und bei alten, wenn die Leute auch Diabetes und chronisches Nierenversagen haben, dann stellen wir den Blutdruck ein bisschen engmaschiger ein und versuchen, Zielwert von unter 140, was die systolische Blutdrucksenkung anbelangt. Und dann, was hier ausgerechnet worden ist, sind zusätzliche Qualitätslebensjahre. Und ein Qualitätslebensjahr bedeutet, dass man nicht halbseits gelähmt ist während dieses Lebensjahres. Das sogenannte Qualis. Und die Errechnung von Qualis ist eine blühende Kunst geworden in der Epidemiologie. Da muss man dann genau das Feingedruckte in diesem Paper lesen und die Sachen sind schwerer zu verstehen als Molekulargenetik. Das kann ich Ihnen aber vergewissern. Und was hier gemacht worden ist, ist, man hat diese amerikanischen Erhebungen hier angeguckt von Ann Haynes. Das wird jede paar Jahre gemacht, so ähnlich wie Probe in der Bevölkerung. Guckt man an unterschiedliche Sachen, nicht nur Herz-Kreislauf-Parameter, aber auch Auftreten von Krebs oder COPD oder was auch immer. Und man fragt die Leute, was ist denn ihren Blutdruck und wird es behandelt und schlucken sie tatsächlich ihre Tabellen und das macht man bei schwarzen und weißen Amerikanern, sodass das alles ausgeglichen ist und diese Daten sind vorhanden und jeder hat Zugriff auf diesen Daten. Also die haben diese Daten benutzt. Dann haben sie von der CHEP-Studie, die mittlerweile auch 20 Jahre alt ist, errechnet, was der Vorteil ist, wenn der Blutdruck gesenkt werden würde in den Bereichen, die jetzt vorgeschrieben sind. Im Prinzip ist das gemacht worden und hat dann errechnet, ein bisschen für mich zu sehen, den ISA. Und der ISA ist das mentale Kosten-Nutzen. Ratio oder Quotient. Also das ist die Methodik. Und dann kann man sich das alles angucken und ich würde nicht ermutigen, das unbedingt zu machen, aber wenn diese Art von Forschung Ihr Ding ist, dann sollen Sie dieses Paper vorsichtig lesen. Aber was wir herausfinden, ist, dass ja, da ist ein Kosten-Nutzen und man kriegt zusätzliche Qualis, wenn man den Blutdruck senkt. Aber das ist das, wenn man jetzt junge Menschen behandelt. Junge Menschen kriegen ja in der Regel keinen Schlaganfall und sie kriegen vielleicht einen Herzinfarkt, aber erst 30 Jahre später. Und das ja interessiert uns ja nicht heute, weil wir wollen wissen, was heute ist. Also wenn man junge Menschen behandelt, insbesondere Frauen, dann gibt es wenig Qualis. Aber Vorteil, älter zu sein, wenn ein alter Mensch ist und ein alter Mann ist, dann gibt es viel Qualis. Und dann für jedes Quali muss man nur 50.000 Euro rauskippen oder Dollar in diesem Fall. Und bei den Frauen, um ein Quali zu kriegen, müsste man 150.000 Dollar geben. Also darum geht es. Und Sie können sich auch Ann Haynes Daten angucken. Dann haben Sie auch eine Kristallkugel und dann können Sie die Qualis errechnen. Im Prinzip, was hier bei unterm Strich rauskommt, ist ja, Blutdrucksenkung ist wichtig. Das ist wichtig für ältere Patienten, weil man da mehr Schlaganfälle und sekundäre Ereignisse vorbeugen kann, weil junge Menschen das ja sowieso nicht kriegen. Dazu. Über dem New England Journal geht es um allergische Rotznase, Rhinitis.
wie man das begrenzen kann. Und das ist ein beträchtliches Problem und betrifft eigentlich ungefähr 30% der Bevölkerung. Also sind viele Leute betroffen. Und von diesen Leuten mit einer allergischen Rhinitis haben auch 30-40% Asthma. Und das ist auch wichtig zu behalten. Und ein Fallbeispiel gegeben, und was die Hauptpunkte, wie gesagt, 30% in den Vereinigten Staaten haben diesen Zustand. Und man kann das ziemlich gut behandeln mit intranasalen Steroiden und intranasalen Histamin-H1-Rezeptorblocker. Das ist ziemlich gut. Und auch andere Sachen, die man diesen Patienten anbieten kann, eine Desensitisierung mit Spritzen, aber noch bessere Sachen als das. Und wie das funktioniert, es geht um die Bildung von IgE. Um das zu machen, werden Antigene zu dendritischen Zellen übertragen. Die nehmen das auf und die geben das an T-Zellen weiter. Und dies ist ein sogenannter TH2-T-Zellen-Response-Antwort, sodass die T-Zellen IL-4 produzieren. Diese IL-4-freie, das führt dann zu Entzündungen und Anlöcherung von Mastzellen und IgEs, die auf diesen Mastzellen sitzen, und wenn das freigesetzt wird, dann wird mehr Schleim produziert und dann kriegt man allergische Rhinitis. Man sollte wahrscheinlich auch mehr Eosinophilen wenigstens im Gewebe unter diesen Bedingungen auch finden können. Und unterschiedliche Sachen für diese Leute machen, und wenn es relativ mild ist, diese intranasalen Steroiden mit intranasalen Antihistaminika. Diese Desensitisierung ist ziemlich notwendig, aber was mich eigentlich erstaunt hat, was ich nicht wusste, ist, man kann jetzt diese Desensitisierung durchführen mit sublingualen anstatt die in die Haut gespritzt werden, steckt man halt diese Dinger unter die Zunge und lutscht an den Dingern für eine gewisse Zeit. Da muss man nicht andauernd zum Allergologen laufen und da Spritzen kriegen. Das fand ich eigentlich ziemlich, Therapie durch diese sublingualen Tabletten, hätte vielleicht eine Zukunft, um diesen Menschen zu helfen. Also diesen Übersicht gibt es. Dann von letzter Woche, jetzt sieht man das ganze Bild, aber jetzt sehen wir das Röntgenthorax von diesem Mann, und was wir hier sehen, ist diese Blase, die ist außerhalb des Thoraxraums, und das ist diagnostisch für im Prinzip eine Lungenhernie, die durch Trauma, wie dies zustande gekommen ist, können Sie hier selber lesen. Das CT könnte man das sehen, aber im Bild im Internet ist die linke Seite dieses CTs abgeschnitten, sodass man das nicht sehen kann. Aber vielleicht, wenn Sie das Heft haben, und Frau Görtler hat das Heft, Sie können es aufmachen, das Bild angucken, dann können Sie diese Hernie im CT ohne weiteres erkennen. Aber leider in der Internetausgabe war das nicht möglich, weil es die Leute wieder abgeschnitten. Dieser Fall im New England Journal, dieses Fingernagel von Patienten, sieht aus, als würde da lauter Eiter rauskommen. Man hat dieses Eiter unter das Mikroskop gestellt und sieht so aus, und im Doppelbrechen sieht man, das ist Harnsäure, diese Harnsäurefasern, und diese im Prinzip ein typischer Torus, oder dieses ein Beispiel von Gicht im Fingernagel, sowas habe ich auch noch nicht gesehen, aber mit den doppelbrechenden Bildern hier, dieses typisch unter einem polarisierten Mikroskop, sieht das dann so aus, überzeugend. Dann New England Journal, es ging mit 49-jährigen depressiven Menschen, der kommt in eine Notaufnahme. Dieses wirkliche englische Wort, das dürfen Sie nicht benutzen. Foundation, das ist ein absolut nichtssagendes englisches Wort. Und Sie hätten sagen sollen, ist Stupor. Jetzt, wir wissen, der Unterschied zwischen wachem Zustand
verwirrten Zustand, Stupor und Koma. Also dieser Patient hat einen Stupor. Und der wird dann zur Notaufnahme gebracht und da er psychisch gestört ist, kriegt er auch lauter andere Tabletten und anscheinend hat er diese Tabletten alle geschluckt. Aber es geht nicht um die Tabletten. Wenn man die Laborwerte hier anguckt, der kommt rein, hat ein Bicarbonat von 24, sieht eigentlich okay aus, ist da auch normal. Aber 8 Stunden später hat er ein Bicarbonat von 8. Und was wir hier sehen, ist, dass seine Anionlücke ist von 24 oder ist von 12 auf 35 gestiegen. Und irgendwas geht hier los. Und warum die immer ankommen mit diesen venösen Blutgase, weiß der Teufel. Aber das in Amerika hat sich das mittlerweile auch eingebürgert. Ich bin dagegen. Aber auf alle Fälle, wir sehen, dass er PO2 von 53, also muss schon wieder Ventilation haben, hat ein PCO2 von 22, das heißt, ACL wäre der wahrscheinlich 18, und eine metabolische Azidose mit einer breiten Anionlücke. Dann noch drei zusätzliche Stunden rumgefummelt, muss man sagen, und da ist sein Bicarbonat jetzt 5,7 und er ist besser geworden. Und jetzt die Frage, was ist die Differentialdiagnose? Läuft hier gerade eine Spinne über die Abbildung. Und ich habe eigentlich die Abkürzung von Kussmaul angewendet, um die Differentialdiagnose zu verfassen. Die Mutantin hat anders gesehen und hat über Delaktat und Delaktstupor. Delaktat, das ist wohl möglich. Ketoazidose, chronisches Nierenversagen, Aalvergiftung. Alkohole. Und dann kommt die an mit Pyroglutamat-Azidose. Ich soll mich ja mit dieser Materie auskennen. Ich habe noch nie im Leben von Pyroglutamat-Azidose ein Wort gehört. Das dazu. Der Patient ist bewertet mit der Glasgow-Koma-Skala. Und wenn Sie es zu tun haben mit Leuten, die in Stupor sind oder Koma haben, dann sollten Sie die Glasgow-Koma-Skala anwenden. Das ist hier gezeigt, es geht um dreierlei Sachen, beste Motorik, beste Verbalkommunikation und wie verhalten sich die Augen. Sind sie offen oder wenn man sagt, mach mal die Augen auf, mach das offen. Und wenn nicht, warum nicht? Und was wir hier sehen ist, dass Leute, die orientiert sind und reden können und Anforderungen befolgen und die offen machen, spontan, die haben dann einen Glasgow-Koma-Skala-Wert von 15. Das ist normal. Und die ganz arm dran sind, haben einen Glasgow-Koma-Skala von 3. Also dieser Mensch lag so ungefähr 5 Stupor. Und diese schreckliche Pyroglutamat-Azidose, und die soll vorkommen bei Paracetamol-Vergiftung. Das habe ich auch, in Deutschland habe ich noch nie einen Fall von Paracetamol-Vergiftung gesehen. Aber in England ist dies ganz beliebt als eine Ausscheidungsmöglichkeit, in den USA auch. Und die Patienten, die ich gesehen habe, haben meistens Leberversagen und Nierenversagen und der Nierenlücke spielt dann eine untergeordnete Rolle. Aber tatsächlich kann Paracetamolvergiftung zur Anreicherung von Pyroglutamat führen. Also das habe ich auch noch rausgebuddelt, sodass wir das angucken können. Jetzt in Boston, um Vergiftungen zu diagnostizieren, muss man selbstverständlich ALC anwenden. Und das ist auch gemacht. Und hier, natürlich kann man toxische Alkohole nicht mit HPLC messen, aber man kann die anderen 5 Sachen, die er geschluckt hat, messen. Und es geht um Trazodon. Und Trazodon, hier ist eine Standard und hier ist der Trazodon und da hat er auch Trazodon an Bord. Und da sein EKG am Anfang normal war, aber dann letztendlich eine lange QT-Zeit hatte, war das auch in der Diskussion. Also Sie sollten wissen, Haloperidol macht eine verlängerte QT-Zeit, trotzdem immer noch toll. Und Trazodon macht auch eine verlängerte QT-Zeit. Das dazu. Aber was dabei rauskam, nach 12 Stunden im Krankenhaus hat jemand seinen Urin angeguckt. Toll. Und bis dann hat man auch gemerkt, dass eine Osmolarität 400 war und die errechnete Osmolarität war 300. So konnte jeder Idiot sehen, dass da irgendwas an Bord sein müsste, was eigentlich nicht da sein sollte.
Und das Sediment sah so aus und die Leute im New England Journal finden diese Kalle, die aussehen wie Briefumschläge. Die haben sehr beschäftigt und haben sie auch rote Pfeilchen dran getan. Das sind Oxale in der Dihydratform. Aber das ist was Banales, das sieht man auch bei normalen Menschen. Aber was man nicht sieht bei normalen Menschen, das hier ohne weiteres da ist, sind diese Dinger. Und das ist Oxalat in der Monohydratform. Und das so aus oder so aus. Und das ist ziemlich diagnostisch meines Erachtens für Ethylenglykolvergiftung. Na, letztendlich ist man aufgestolpert, hat den dialysiert und hat den vom Epizol gegeben und er hat sich dann erholt. Und wie so ist in Amerika, er war ein Lost to Follow-up und ist verschwunden. Dazu. Frage der Woche. Und es geht eine Patientin, die hat Rheumatoid Arthritis und kriegt Methotrexat. Und bei der treten auf orale Ulzera und Krankheit. Und Stomatitis ist eine bekannte Nebenwirkung von, toxische Nebenwirkung von Methotrexat. So ist im Angebot. Ersetzotrixat mit Hydroxychloroquin. Das kann man machen. Fang an mit einer Folensäure-Therapie. Das kann man machen. Fang mal wieder an mit der Prednisongabe. Das kann man machen. Setze das Methotrexat ab. Das kann man machen. Oder mach eine Biopsie von diesem Mundulzera. Methotrexat abgesetzt. Das war natürlich falsch. Und die richtige Antwort ist, man soll die Nebenwirkung bekämpfen, indem man Folensäure anwendet. Sagen die Experten. Das war in New England Journal, so muss das wohl die richtige Antwort sein. Und hier ist die Argumentation dazu. Ich habe nicht ganz verstanden. Methotrexat hemmt die Dihydrofolate Reductase. Wie das heißt. Die Dihydrofolatreduktase. Und wenn man das umgeht, dann würde ich mal denken, dass die Wirkung von Methotrexat ist dadurch herabgesetzt. Und das ist doch ein bisschen komplizierter, als das Zeug einfach abzusetzen. Aber so sagen Pathologen, dass man Folensäure verabreichen sollte, um zu sehen, ob diese Ulzera nicht unter und einfach weiterfahren mit Methotrexat-Therapie. Das war empfohlen und ich habe das nicht richtig beantworten können. Dann bewegt sich Lancet. Und hier geht es tatsächlich um Rheumatoid Arthritis. Und dies ist eine randomisierte, kontrollierte Studie, um zu sehen, ob Physiotherapie von Nutzen ist bei Rheumatoid Arthritis. Auch eine gute Idee. Und hier getestet worden sind 490 Patienten mit Rheumatoid Arthritis randomisiert worden zu einem ein Übungsprogramm angelangt von Physiotherapeuten oder Placebo. Das heißt, man hat Usual Care, man hat sich nicht weiter um die Leute gekümmert. Das ist Usual Care. Also ist die Physiotherapie von Nutzen. Dann guckt sich das Paper an und auch das Supplement, um herauszufinden, was da tatsächlich gemacht worden ist. Das war möglich. Ich musste zurückgehen zur Literatur, um herauszufinden, was diese Übungen in der Tat sind. Und die ist eigentlich ganz interessant und ich habe bei diesen Übungen die Fingerreduktion und Handgelenk so zu drehen und nicht, ob man mit der Schulter hier rumkommt und ob man den Rücken kratzen kann. Ich meine, das sind ziemlich praktische Übungen, aber ich musste in der Literatur buddeln, um die Übung zu finden. Also dies waren die Übungen und die Patienten haben dann berichtet, ob sie es einfach fanden oder ob es ziemlich schwer war oder sehr schwer zu machen war. Und so hat man da ausgewertet. Und dann unterschiedliche langweilige Tabellen. Ich werde sie nicht mit diesen Tabellen quälen. Hier sind die, was für Patienten das waren und die Schwergradigkeit ihrer Rheumatoid Arthritis und alles andere mögliche bei denen. Wie viele Sitzungen sie durchgemacht haben und wie das so weiterging. Und hier sind die P-Werte und die können Sie dann selber angucken. Aber im Prinzip hat diese Physiotherapie Beträge gebracht bei diesen Patienten. Es hat denen tatsächlich geholfen. Und solche Übungen, Maßnahmen, aber sollten bei solchen Patienten durchgeführt werden. Und das hat die SARA-Studie
hier zeigt, dass zusätzlich jetzt mit sehr hochkalibriger Evidenz, dass diese Übungen bei Patienten, angeleitet von Physiotherapeuten, den Patienten tatsächlich helfen. Gut. Nächstes Thema ist wieder Letalität weltweit. Wie man das bekämpfen kann und ob man Fortschritte gemacht hat zwischen 2000 bis heute und was man in der Zukunft machen könnte. Und was mich auch ob die Daten VA waren oder VR. Und da musste ich nachgucken, was bedeutet denn das? Was meinen die denn damit? Und VA bedeutet eine verbale Autopsie. Das heißt, man hat einfach die Leute gefragt, warum ist das Kind gestorben? Und dann, das ist ein Floskel dafür, ist verbale Autopsie. Dann gibt es VR und das ist eine vitale Registrierung. Also die Daten sind weltweit erhoben worden. Und was wir hier herausfinden, ist, was gibt es schon Geburt, Komplikationen, das ist ein gewisser Anteil, stillgeboren und ähnliches. Dann Intraatom, also Komplikationen, Auftreten von selbstkongenitale Veränderungen, neonatale Störungen. Tetanus, das Gott sei Dank liegt jetzt bei 1%. Aber nach der Geburt, das häufigste, was diese kleinen Kinder kriegen, sind Diarrhoe. Eine Diarrhoe-Erkrankung, Pneumonie ist ganz hoch. Dann ist so von Sachen. Und das ist Meningitis, AIDS, Malaria, Unfälle, Masern und so. Und das ist das Gesamt. Und was wir hier sehen, 30% Abfall zwischen 2000 und 2013. Farben kann man leider nicht sehen. Aber Pneumonie, Diarrhoe und Masern sind 30% abgefallen. Das ist schon eine große Errungenschaft. Das ist ziemlich gut, finde ich. 30% Abfall. Diese anderen Sachen, Meningitis, Malaria, neonatale Sepsis, alle manche Sachen sind nicht sehr, muss man noch ein bisschen mehr schaffen. Das liegt ja sowieso bei 1%, aber es sollte bei 0% liegen. Und neonatale Veränderungen, da habe ich auch nicht sehr viel Ahnung, was man da machen könnte und andere neonatale Störungen. Aber im Prinzip hat man schon in diesen letzten 15 Jahren und das ist wohl erfreulich. Und dann kann man das auswerten, wie man nur noch mehr erreichen kann. Sie können das Paper selber lesen, aber eigentlich, wenn der immer müssen ja um weitere Beschäftigung auch bitten. Auch wenn es nicht besser wird, werden immer noch 4,4 Millionen Kinder sterben bis 2030. Aber bis dann haben wir 9 Milliarden auf dem Planeten. So scheint es mit der Fortpflanzung okay zu gehen. Das, was wir immer wissen wollten, Essstreckenhebungsinfarkte in China. Sollte das anders sein als in den USA, Europa oder Indien? Wahrscheinlich nicht. Nämlich die Anzahl der Patienten steigt an. Wahrscheinlich, weil sie mehr EKG-Maschinen haben. Nicht wahrscheinlich, weil es häufiger ist. Das konnte ich mir nicht genau erklären. Und die Anzahl von Einweisungen von Patienten mit STEMI-Infarkte ist beträchtlich gestiegen zwischen 2000 und 2011, aber ich glaube, das ist, weil sie sich mehr kümmern. Und so, das hat auch die Auswertung gezeigt. Nämlich, wenn wir gucken, Schwergradigkeit und Fortschritte gemacht werden, sehen wir, dass Lower Risk, das wird besser in 2011 im Vergleich zu 2006. Und das ist hier in allen Gruppen gleich, sodass man das Risiko von Sterben von diesen Patienten auch in China angegangen ist und das da jetzt auch bessere Aussichten haben, als das früher der Fall war. Dann der Virus, ein einschlägiges RNA-Virus mit einer dicken Kapsel, ganz wichtig, macht Knochenbrecher. Über 20% dieser Patienten entwickeln Dengue-Schock. Es gibt drei Stämme und ein Stamm schützt nicht vor dem zweiten. Oder möglich, dass wenn man einen Dengue durchläuft, ist der zweite und den zweiten kriegt, dann ist die Möglichkeit, dass man Dengue-Schock kriegt, erhöht ist an
herabgesetzt ist. Es ist überwiegend eine tropische Krankheit, aber die Hälfte der USA ist jetzt im Bereich. Und das, hier sind die armen Griechen, die liegen jetzt auch im Dengue-Bereich und das wird auf uns zukommen. Die guten, und wie Dengue funktioniert, das ist nicht zu verwechseln jetzt mit Ebola-Virus, was auch ein einzelsträngiges RNA-Virus ist, aber eigentlich anders. Sie müssen sich erinnern, Dengue wird verbreitet von Aedes aegypti. Und bei Ebola-Virus ist keine Moskito-Übertragung meines Wissens beschrieben worden bis jetzt. Und wie das Dengue-Virus sich dann vermehrt und ob es Signalkaskaden, die ausgelöst werden, sind und unterschiedlichen Proteine, die in der Schale sind, das können Sie alles selber nachlesen. Und da die Dengue-Schock-Wirkung zwischen unterschiedlichen T-Zellen und ob die regulatorischen T-Zellen hier fit sind oder nicht, das ist alles im Detail beschrieben. Und was im Review vorkommt, ist möglicherweise Behandlungsmöglichkeiten. Und wir haben ja schon ein Impfpaper gesehen im New England Journal gegen die drei Dengue-Stämme in Mexiko. Sieht so aus, als würde dieser Impfstoff Dengue 70% herabsetzen, was wahrscheinlich, was Epidemien und eine Entwicklung anbelangt, ein erheblicher Fortschritt wäre. Also das versprechend und dann andere Möglichkeiten sind hier unterschiedliche Sachen, die in Phase 1 oder noch in der Präklinik oder schon in Phase 2 Studien sich befinden, ist da beschrieben. Dann ist diese Frau, die kriegt diese komischen blauen Verfärbungen hier in der Haut. Sieht man auch hier in der Sklera. Es ist nicht Osteogenese imperfecta, dafür ist es ein bisschen zu alt, um blaue Sklera zu haben. Dies ist durch eine langjährige Minocyclin-Prophylaxe gegen Staphylococcus coagulase negative Enteritis. Würde nicht einmal Minocyclin als Prophylaxe anzuwenden, aber das war die Ursache von diesem blauen Hautkolorit. Mir sind Zahnpigmentierung, Knochenpigmentierung von Tetracycline bekannt, aber diesen Hautkolorit habe ich auch noch nicht erlebt. Das gab es. Dann der Fall in Lancet, es geht um einen 70-jährigen Mann, der kommt in eine Notaufnahme mit Lethargie, ist verbunden, hat Husten und ist schon durch die ganze Welt gerade ziemlich umtriebig, aber man hat unterschiedliche Untersuchungen gemacht für Infektionskrankheiten, keine gefunden, aber hat eine beträchtliche Eosinophilie. Und im CT-Bild der Lunge hat er auch unterschiedliche Infiltrate, könnte das eine Löfflers-Pneumonie sein. Aber was man bemerkt hat, ist seine ZNS-Veränderung, kann man ich nicht erkennen, aber Leute, die sich mit solchen Bildern auskennen, hat da unterschiedliche weiße Flecken, die da nicht hingehören. Und man hat letztendlich eine Biopsie gemacht, das kann man hier nicht so schön sehen, aber es sind Granulome. Und was er hat, ist eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis. Strauss-Syndrom, was jetzt Stürg und Strauss sind nicht belastet mit irgendeiner Nazi-Vergangenheit, so viel ich weiß, sicherlich nicht. Aber jetzt nicht mehr Stürg-Syndrom, das heißt jetzt eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis. Und hier das CT-Bild, das dazu gehört, und so sollte die Biopsie dann aussehen. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.